Leute, was geht? Ich bin's hier, eure Becky, und ich bin wieder am Start für euch mit einem neuen Video. Und zwar gibt es heute wieder etwas Unheimliches, denn wir werden heute um 3 Uhr nachts ein paar verfluchte Nummern ausprobieren. Ja, ihr hört richtig. Und zwar auf Roblox. Es gibt nämlich so ein Spiel, das nennt sich Don't Call at 3 a.m. Und das werden wir ausprobieren, weil es gibt ein neues Update und das heißt auch neue Figuren, die wir um 3 Uhr nachts anrufen können über FaceTime. Chatten geht auch, aber Leute, ich bin so gespannt, wie FaceTime sein wird. Und ja, es soll mega creepy sein. Lasst auf jeden Fall unbedingt einen Daumen nach oben da, wenn ich mehr solcher unheimlichen Spiele ausprobieren soll mit euch zusammen. Und ich habe öfters mal gesehen, dass wieder einige von euch gefragt haben, ob ich mal wieder welche von euch adden könnte. Wenn ich das machen soll, lasst gerne einen netten Kommentar da, mit eurem Roblox-Namen natürlich, damit ich euch finden kann. Und ich werde wieder 3 von euch adden, also vielleicht habt ihr das Glück, dann das nächste Mal dabei zu sein. Und ja, wenn ihr neu hier seid, lasst gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke und ich würde sagen, let's go. So Leute, dann wollen wir mal Don't Call at 3 a.m. spielen. Und ich habe hier gesehen, es gibt Amanda. Ich habe sie freigeschaltet gerade und musste es kaufen, aber sieht verdammt gruselig aus. Und wir können sogar einen Capybara anrufen. Um 3 Uhr nachts. Ja gut. Und es gibt den Man from the Window. Und was ich hier noch gesehen habe, Leute, der gruselige Thaddäus. Mal gucken, ob wir den auch noch anrufen werden. Die Hand kann man noch anrufen. Granny, aber steht Grammy, okay. Ein Evil Santa. Ja, mal schauen, was wir ausprobieren werden. Aber wir fangen erstmal mit Amanda, weil ich bin so gespannt, wie es ist und was passiert, wenn man sie anruft. Wir starten direkt mit dem Anruf, Leute. Es ist 3.05 Uhr morgens. Oh mein Gott, sie ist rangegangen. What the heck? Wir sind in ihrem Zimmer. Können wir uns bewegen? Oh mein Gott. Ich komme mich nicht so an, Digga. Muss ich von ihr ein Foto machen? Ich meine, wenn du da schon stehst. Hallo? Mann, warum guckt sie da die ganze Zeit nach links und rechts und so? Und ich bin einfach mal mitten in der Ecke vom Dachboden. What the heck? Das macht mir Angst. Jedes Mal dieser Switch und dann... Was war das gerade? Warum starrt sie jetzt gerade den Schrank an? Hilfe? Wie lange geht bitte dieser Call? Oh mein Gott! Hier, auf damit! Warum ist ihr Kopf einfach mal da drin gewesen, Digga? Ey, das ist so verstört. Ich muss ehrlich sagen, dieser Anruf ist so... So verstört. Das war so gruselig. Okay, wir schreiben sie mal an. Hi, Amanda. Alter. Boah, mein Herz. Hallo, du hast es getan. Sei schon mal bereit, was als nächstes passiert. Also, ich schreibe Englisch. Ich schreibe jetzt mal why. Na, okay, er übersetzt das wieder auf Deutsch. Oh mein Gott, wir haben ein Bild bekommen. Oh. Alter, was ist mit ihrem Daumen los? Das Schaf, Leute, Wooly. Kannst du bitte schreiben, sei leise? Also jetzt seien wir mal ehrlich, es ist nur Fleisch. Schreib es. Meat. Okay, wir schreiben mal Meat. Mal gucken, was passiert. Was brauchen wir um zum... Was? Was zum Teufel? Irgendwas mit Schlachter stand da. Alter, das Woody. Und warum sieht das so creepy aus? Was sind das für Bilder? Was tust du? Ups, falsches Wort. Versuch's nochmal. Kannst du Apple sagen? Okay, wir schreiben mal Apple. Mal gucken, was passiert. Wer ist meine kleine Lammkeule? Wooly? Alter, das ist so verstörend. Hey, ich liebe Äpfel. Magst du sie auch? Ja. Mal gucken, was passiert. Ob sie uns noch mehr Bilder schickt. Alles wird gut sein. Ich glaube nicht.
Ich trau Amanda nicht. Die sieht so gruselig aus. Allein wenn man so ein Profilbild hat. Okay, das ist nicht mehr normal. Warte, sie hat wieder ein Bild geschickt. What the heck? Was ist das? Warum ist der blau? Wie sieht's eigentlich aus mit The Man from the Window? Wir können ihn über FaceTime anrufen. Probieren wir das mal aus. Den finde ich auch so gruselig, Leute. Mal gucken, ob er rangeht. Mal schauen. Oh mein Gott, wo sind wir denn? Wo sind wir? Oh mein Gott! Digga, geh weg von mir! Demon, weiche von mir! Ich hab Angst! Der sieht so gruselig aus. Guckt euch seinen Mund an. Den finde ich am gruseligsten. Warum klopft er am Fenster? Ich möchte das nicht. Hör auf damit. Hör auf damit. Wir sind, glaube ich, bei der Hasenfamilie zu Hause oder so. Also der kommt durch den Kamin? Der Weihnachtsmann bist du aber nicht. Also der ist einfach mal im Spiegel und er steht da einfach. Schwebt da rum oder was? Was ist das? Hallo? Schnell mal Foto machen. Alter, mein Herz. Mann, müssen wir diese Jumpscares sein? Okay, rufen wir mal Thaddäus an. Ich habe kein gutes Gefühl bei ihnen, aber okay, wir probieren es einfach mal aus. Ich habe es jetzt gekauft. Ey, voll teuer. Nein, ich hasse sowas. Okay, wo sind wir? Ew. Okay, der waschelt einfach mal vorbei, okay? Ganz normal. Er sah ein bisschen mitgenommen aus, muss ich sagen. Ich höre irgendwie einen Herzschlag. Ja, das finde ich voll hässlich, das Bild hier. What the heck? Oh mein Gott, das ist jetzt so gruselig. Was ist das? Schlimmster Anruf. Ich weiß gar nicht, ob ich das abspielen kann, Leute. Aber das ist nicht mehr normal. Was ist das, ein Schreien durch sein Radio? Ich habe Angst, ich werde Albträume bekommen. Also gesund sieht der nicht aus, ne? Was hat er denn da am Laufen? Eine Kettensäge oder was? Oder ein Motorrad? Ich weiß nicht so ganz. Mama, ich habe Angst vor Thaddäus. Ich dachte, jetzt kommt ein Jumpscare. Ich habe echt Angst. Warum ist mein Akku eigentlich leer? Ich kann trotzdem telefonieren. Oh, der Arme. Der arme Thaddäus ist ganz alleine da unten. Ich habe ja schon ein bisschen Mitleid mit ihm. Ne? Er ist einfach alleine, der Gute. Aber mit den roten Augen würde es mich auch nicht wundern, dass er alleine ist. Ich meine, er macht ja jeden Angst. Was passiert jetzt? Hallo? Ist da jemand? Thaddäus? Was war das denn? Das hätte sich gerade so an, als würde ein Fisch einfach nur mit seiner Flosse aufs Wasser schlagen. Wow. Wednesday haben wir schon mal angerufen, Leute. Katze kann man anrufen. Die Hand. Sollte ich das mal ausprobieren? Ich kann es mir auf jeden Fall noch leisten für euch, Leute. Ich probiere auch gleich nochmal Dora anzurufen. Weil das stelle ich mir auch ziemlich gruselig vor. Wir rufen jetzt die Hand an, das eiskalte Händchen. Okay, wir sind wieder in derselben Kulisse wie bei Wednesday. Was ist das? Was ist das? Okay, jetzt tanzt die Hand. Okay, war es jetzt die 69 Robux wert? Ich weiß es nicht. Die Soundeffekte erinnern mich an so ein richtig schlecht gemachtes Gruselhaus. Hä? Was ist das? Okay. Das ist creepy. weiß Wednesday davon? Wie? Es kommt wieder ein Jumpscare. Es ist gerade so leise. Ich finde das so ein bisschen sus. Oh! Oh, Alter! Ich dachte, das wäre nicht so schlimm, aber das war schlimm. Okay, was soll mit Dora anrufen? Es klingelt. Vielleicht ist sie gerade irgendwie beschäftigt. Nein. Jetzt kommt irgendwie so ein Wegner-Sound. Alter, die dreht ihr Kopf. Okay, ich nehme es zurück. Alter, Hilfe.
Wo ist sie hin? Hallo, Dora, wo bist du? Was zum... Was zum Geier ist hier los, bitte? Der Sound, der macht es so schlimm, Leute, ich sag's euch. Albtraum. Okay, ich nehme alles zurück. Dora ist so gruselig. Ich glaube, die ist die BFF von Amanda oder so. Warum beobachtet sie mich aus den Büschen heraus? Das ist creepy. Hör auf damit, Dora. Jetzt wieder so leise. Hallo, mein Herz. Das machen die doch extra. Wen ruft sie an? Sie telefoniert doch gerade mit mir. Warte, das ist doch so ein Kinderlied, was hier gerade läuft. Ich weiß nicht, ob ich es abspielen kann, Leute, aber wenn ihr selbst mal anruft, dann wisst ihr, was ich meine. Das ist ein Kinderlied. Schlaf. Irgendwas. Oh nein, sie lacht. Digga, ich sehe dich. Du bist da hinten. Hör auf damit. Alter, ihr Auge. Was zum Teufel ist dieser Anruf? Der ist einfach so weird. Ich verstehe ihn nicht. Ja gut. Boah, Alter! Ja, auf jeden Fall wollte ich ja mal kurz mit dem Man from the Window schreiben. Hi, ich weiß gar nicht, wie er heißt. The Man. Einfach nur The Man. Okay, er schickt uns direkt ein Bild, das ist gruselig. Von einem Schattenmann. What the heck? Okay, das ist gruselig, das ist richtig gruselig. Wer ist das? Er schreibt... Er schickt wieder ein Bild. Okay, nein, das ist gruselig. Wer sind diese Männer? Warum sieht das so verstörend aus? Wer ist das? Irgendwelche Knastbrüder? Die sehen so aus, wie die... Du, bist du das? Bist du einer der Männer? Das sieht nämlich so aus, wären die im Knast, oder? Oh mein Gott! Das ist gruselig. Beobachtest du mich? Mal gucken, was er dazu sagt. Ich möchte mir nur etwas leihen. Deine Haut. Das hat er nicht geschrieben. Lass mich in Ruhe. Er schickt schon wieder ein Bild. Ey, das ist das Gruseligste, was ich jemals gesehen habe. Was ist, wenn wir ihn anrufen? Hat mir ihn schon mal angerufen? Bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube schon, ne? Nee, wir haben ihn noch nicht angerufen. Der fliegt! Alter, voll gruselig! Alter, stellt euch mal vor, ihr wärt dort 3 Uhr nachts alleine. Never ever. Ich hätte da gar keine Lust drauf. Voll gruselig. Warum sind so Spielplätze, Schulen, so ein Kindergarten einfach verdammt creepy um 3 Uhr nachts? Die ganzen Spielsachen und so, die machen mir Angst. Ich weiß nicht, bin ich alleine damit? Warum guckt er mich so komisch an? Hallo? Was tut er? Okay, ich hätte nicht erwartet, dass er so gruselig sein wird. Wo ist er hin? Bro, du läufst gegen eine Wand. Wollte ich nur mal kurz Bescheid sagen. Digga, zeigst du mir deinen Pommes? Excuse me, ich will ihn nicht sehen. Ich höre schon wieder dieses Atmen. Ich weiß nicht, was es ist. Aber immer dieses Atmen. Oh, alleine auf der Wippe. Yay, sieht nach mega viel Spaß aus, nicht? Yay, er rutscht. Oh, süß. Will er, dass wir mit ihm spielen oder so? Warum ist es wieder so leise? Das ist kein gutes Zeichen, Leute. Alter. Was ist das? Es wird immer schlimmer. Hilfe! Oh mein Gott! Nein. Ja, also ich würde sagen, wir sind schon am Ende angekommen. Ich grusel mich einfach zu sehr. Ich weiß nicht. Ich finde Amanda so gruselig. Genauso auch wie The Man from the Window. Habt ihr es auch schon mal ausprobiert? Schreibt mir gerne in die Kommentare. Und ja, tut es bitte nicht um 3 Uhr nachts, weil ihr werdet dann nicht mehr schlafen können. Ich würde sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bye!